Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Remnant 2. Den Witwenhof haben wir durch und jetzt ist hier der große Baumstamm. Der ist wirklich groß. Und ich habe schon da ein paar Tentakel gesehen rausschauen. Scheint überhaupt nicht verheißungsvoller. Guck mal da. Das wird dann wohl... Oh Gott. Das wird diese große Kreatur sein, die wir töten müssen, ha? Ja. Das gibt einen Bossfight heute. Na gut. Jetzt geht's los. Was ist das? Okay, es ist nicht das ganze Ding, es ist... Oh Gott. Okay. Okay. Oder doch? Komm schon. Junge, Junge, Junge. Aua. Das ist gar nicht gut, ne? Weißt du was? Hau mal direkt den mal raus. Ey, es ist doch das große Ding der Gegner. Heilige Scheiße. Oh ja, da kann ich Damage machen, sehr gut. Der wiederbelebt das Ding, okay. Unangenehm. Es ist massiv unangenehm. Ach du heilige Scheiße. Okay. Hast keine Munition mehr. Ach, herrje. Ja, das kann man besser lösen. Aber für den ersten Versuch war es nicht mal so schlecht. Sind wir ehrlich. Hä? Ah, ne. Hier hoch. Okay. Got it. Ich hab zuerst nicht so genau gewusst, wo ich denn jeweils... Okay. Jetzt geht's los. Hingucken muss. Machen wir erstmal das Ding da weg. Wie ich den Dingern ausweichen kann, ist mir aber noch ein Rätsel. Ja, komm noch mal. Heilen, danke. Ja, schön nachladen das Ding. Jesus. Wie lange macht er das denn? What the hell? Was ist das denn für ein Quatsch? Eine Attacke muss ja irgendwann mal auch aufhören. Oder nicht? Fuck me, Tja, dann. Go again. Scheiße. Ja.
Die Frage ist halt, muss ich überhaupt auf ihn gehen oder kann er einfach das Ding da hinten gehen? Perfekt. Aha. Weißt du was? Die sind aber da noch. Nee, das. Okay, ich muss den hier erledigen. Gut. Aber ich hab ihn. Und jetzt? Muss ich, ich bin tot! Wegen diesen Drecksvögeln. Wegen so Drecksvögeln. What the hell? Da musst du dich ja nicht nur auf den Boss achten, da musst du dich auf alles achten. But why? Großartig, das wird ja immer besser. Weißt du was, wir fangen direkt mal mit dem hier an. Ist gut. Das ist nicht gut. Heilen. Okay. Jetzt können wir wahrscheinlich ein bisschen Damage machen. Na komm. Ich sehe das Ding nicht richtig. Ja, okay. Guck mal, ich kann hier nach drüben springen, wenn der da seinen Strahl macht. Oh fuck. Okay. Es ist wirklich verdammt, ja. Scheiße, jetzt kommt er nach drüben. Aber ich weiß nicht, wie ich auf die andere. Ich bin tot. Wie komme ich wieder zurück? What? Ich check's 0,0. Wie komme ich denn wieder zurück, wenn der wieder da seinen blöden Strahl macht? Eine verdammt gute Frage, ne? Guck mal, ich kann die Dinger auch kaputt machen, bevor sie überhaupt zuschlagen. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, ja. Ich hab ihn. Okay. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir ein bisschen zurück und... Oh Gott. Und machen Damage. Und zwar richtig viel. Komm. Ja, so erledigen wir das Ding halt aber. Den Gott der vielen Gesichter. Ich sollte es zum Hüter bringen. Okay. Ja, das war dann doch noch relativ easy am Schluss. Nicht mal 10 Minuten haben wir gebraucht. Ja, ich muss halt meinen Spell aufbewahren, wenn er da seinen Mund oder was auch immer öffnet, um dann ihn einfach zu erledigen. So, Eigenschaften übernehmen, genau.
Ausdauer, Erholungsverzögerung, Nahkampf, Angriffstempo, Rückstoß. Brauche ich alles nicht. Ich habe jetzt hier noch Tarnung des Jägers. Der Jäger tarnt sich, wodurch die Aufmerksamkeit des Gegners verringert und der Jäger schwerer zu treffen sein wird, wenn er sich bewegt. Durch einen Angriff oder die Aktivierung eines Mods oder einer Fertigkeit wird die Tarnung sofort aufgehoben. Das Verlassen der Tarnung markiert alle Gegner innerhalb von 10 Metern und gewährt dem Jäger Hinterhalt für 2 Sekunden. Hinterhalt ist erhöht Fern- und Nahkampfschaden um 50%, was sich über Zeit verringert. Fern- und Nahkampfangriffe markieren zudem. Wenn keine offensive Aktion durchgeführt wird, wird der Jäger nach 1,15 Sekunden automatisch wieder getarnt, 15 Sekunden lang. Rüsten wir das mal aus. Würde ich sagen. So, und wir gehen als erstes zurück, direkt zurück zur Station 13. Weil jetzt kann ich sicher einiges wiederherstellen. Ist ausreichend Erfahrung gesammelt, um einen sekundären Archetype auszuwählen. Du kannst ihn jederzeit im Charaktermenü unter Archetype ändern. Okay. Dann gehen wir doch mal hier hin. Zeig mal hier den Archetype. Wo kann ich denn den sekundären auswählen? Hier? Ah, hier. Sekundärer Archetype. Engramm erforderlich. Also geht es doch noch nicht, oder was? Keine Ahnung. Gehen wir mal mit dir. Ich kann neues Gewehr herstellen. Wenn die Mod-Energie voll ist, wird das Primärfeuer verstärkt und hebt getroffene Gegner hervor. Das Aktivieren des Mods lässt dein Wächterschwert geführt von einer Energiescheibe auf Gegner herabfallen. Schwerter verursachen 100 Schaden und dreimal taumeln innerhalb von 3 Metern. Okay. Der Schaden ist halt nice. Na? Oh. Nee, das gefällt mir nicht, bin ich ehrlich. Das gefällt mir nicht. Wie geht's? Super. Boah, ich kann es immer noch nicht. Ich habe 3 verzinktes Eisen fehlt mir. Okay. Ich kann es ja trotzdem mal ein bisschen verbessern. Eisen habe ich ja jetzt mehr als genug. Die Kubuswaffe verbessern wir sicher mal. Und dann halt hier noch ein bisschen, komm. Ja, okay, jetzt fehlt das Altmetall. Alrighty. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.